Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Wir bauen. Ja, wir sind hier dabei, mit großen Schritten unsere Räume, unsere zusätzlichen Räume, die wir brauchen, für so einen Zellenblock fertigzustellen. Und dann geht's auch schon ratzfatz los mit den Zellen. Da müssen wir jetzt nur noch die Türen einbauen. Machen wir einfach mal so, wo schon was ist. Dann werden wir hier wieder, ihr wisst schon, oder? Parkettböden reinsetzen. Aber erst, wenn die Türen drin waren. Denn dann geht das mit. Ich traue mich noch nicht, wenn die Wände noch gar nicht drin sind. Kompliziert. Ich glaube, dann überschreibst du es. Wir haben 5000 im Cashflow. Also Gamer, danke für deinen Tipp. Ich glaube, ich war zu übervorsichtig. Wenn man das irgendwie so sagen kann. Das Gefängnis funktioniert so auch. Die Frage ist halt, ob es auch bei Extremsituationen dann funktioniert. Das fließen wir jetzt mal wieder. Dann können wir sagen, Bewährungsraum. Dann hauen wir uns noch den Besuchertisch rein. So. Dann sind die Bewährungsräume auch fertig. Und dann machen wir eine Krankenstation, die es in sich hat. Zack, zack. So, Zettel. Bewährungsraum haben wir. Oder Bewährungsräume, Krankenstation haben wir. Jetzt fehlen uns nur noch die Kantine, der Hof und die Küche und so weiter. Aber ich würde sagen, ich möchte mir natürlich eure Antworten anhören, wie ihr das da in der Mitte sehen möchtet oder was wir daraus machen sollen. Könnt mir auch gerne die Muster abfotografieren und per Mail schicken oder weiß der Teufel. Die Maße habe ich euch eh gesagt. Nochmal so zur Information, wie groß das Ganze ist. 73 mal 57 Meter. Dann könnt ihr das zu Hause bei euch am PC selber mal so anzeichnen und mal schauen, was ihr da draus macht. Interessiert mich wirklich. Wir werden uns jetzt ums Quick Build kümmern, ums Klonen, und dann werden wir hier unser Musterbeispiel, unsere Musterzelle nehmen, und dann werden wir da mal eine Serie starten von eben dieser Zellen. Ich glaube, ich werde hier bei den Blöcken wieder am Ende die Einzelhaftzellen hinstecken. Natürlich könnte ich bei jedem zweiten das so machen. Dann habe ich wieder mehr Kapazität. Aber man kann sich das natürlich auch noch genauer anschauen, weil ich glaube, das geht sich aus. Ja, das würde sich ausgehen.
hier noch zusätzlich eine Zelle reinzusetzen. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, nicht drücken, wenn das so schräg ist. So. Cool, oder? So, wie viel Kohle haben wir noch? Ja, genug. Moment, ich nehme eine leere Zelle. Muss ich da alles? Ja, muss ich. Nee, eigentlich müsste ich eine Ecke nehmen, oder? Die Ecke unten. Wir nehmen dich jetzt einfach mal. Jo, das sieht doch nice aus. Bin auch schon gespannt, wie viele Zellen wir dann insgesamt zusammenkratzen können. So. Noch eine. Noch ein Zellenblock. So. Okay, dann haut mal rein. Die sind alle entriegelt, oder? Heißt das? Freigeschalten, ja. Wir werden alles mal freischalten hier. Bis auf die Lagerräume, die können wir allgemein. Nein, die können wir gleich für Personal deklarieren. Das können wir auch auf normale Weise deklarieren, ja. Gut, dann baut mal, was das Zeug hält, und wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an und gucken auch mal wieder da drauf. Ja, sieht gut aus. Mit den Einlieferungen und so weiter. Die Todeshäftlinge, die sind auch bald wieder soweit. Es, ja, gibt einen richtig guten Fortschritt. Muss man wirklich so sagen. Und ich würde sagen, wir machen auch eine Razzia jetzt. Wir machen eine Razzia. Wir versuchen natürlich jetzt, jetzt bin ich gespannt natürlich durch die ganzen Kündigungen von meinen Wärtern, wie schnell die jetzt sind mit den Durchsuchen von dem Zeugs. Dann machen wir auch gleich den Escreep. Und schauen wir mal weiter. Ja, man merkt, hey, es sind 3298 Orte, wo man durchsuchen kann. Und wir haben jetzt bei der Hälfte der Zeit nur 1200.
durchsucht, wobei das ja natürlich jetzt kontinuierlich langsamer wird, weil die Wärter auch weiterlaufen müssen. Auf jeden Fall war es das schon wieder für diese Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen zur gewohnten Zeit um 12 Uhr. Haut rein und ja, habt eine schöne Woche. Ciao.